Herzlich willkommen im Kitchen Club Soul Food am Start. Heute gibt's eins meiner absoluten After-Club-Gerichte. Also wenn man richtig schön feiern war. Bei mir gibt's heute ein Dürüm. Das heißt, der Döner im Fladenbrot eingewickelt. Dürüm, weiß jeder Bescheid. Döner im Fladenbrot, Bauernsalat, schönes Tzatziki dazu. Ein bisschen scharf. Ab geht er, der Peter. Legen wir los. Dürüm ist ja ein Fladenbrot, das älteste Brot der Welt. Und das Schöne ist, man braucht wirklich nicht viel dazu. Mehl in die Schüssel, ein bisschen Salz natürlich schon. Dann Wasser dazu, Olivenöl bis hierhin. Jetzt geht's mit den Händen weiter. Ja, der fühlt sich mega an. Kleine Kugeln draus formen. Wichtig ist, dass der Teig eben auch nochmal ruht. Bedecken den Teig mit einem Küchentuch. Und während der Teig ruht, könnt ihr ja schon mal meinen YouTube-Kanal abonnieren. Ich finde es mittlerweile richtig schwer, einen richtig guten Döner zu finden. Überall hängt dieses berühmte Dönertier und man weiß meistens nicht, wo das Fleisch herkommt. Aber ich habe heute eine schöne Alternative für euch. Und zwar gibt es bei mir heute tatsächlich einen veganen Döner, den ich mit Austernpilze mache. Ich habe das Rezept in meinem neuen Kochbuch. Es schmeckt so Hammer, wenn ihr das zu Hause mal ausprobiert. Ihr werdet kein Fleisch vermissen und ich zeige euch, wie das geht. Austernpilze könnt ihr eigentlich so lassen, wie sie sind. Für unsere Marinade brauchen wir Knoblauch. Den können wir uns fein schneiden. Ich schneide direkt noch ein bisschen mehr für unsere Tzatziki-Soße. Ich sag's euch, ich liebe Knoblauch. Okay, die Taxifahrer nicht immer. Bisschen was geht in die Schüssel für die Soße gleich. Müssen wir gleich noch mal ein bisschen kleiner schneiden. Und den Rest nehmen wir für unsere Marinade. Da können wir uns den Mörser hernehmen. Knoblauch rein, Olivenöl, Thymian, Kreuzkümmel. Paprika, Chili, dann zerstoßen wir uns das Ganze so ein bisschen. Die Mischung geben wir jetzt mit reichlich Öl auf unsere Pilze. So, hier nochmal schön drüber. I love it jetzt schon. So, ihr seht schon, ich habe mich auch vorbereitet hier. Grillplatte liegt auf. Wir werden das Ganze nämlich gleich richtig schön grillen. Lassen die Pilze jetzt aber so ein bisschen marinieren. Boah, das ist so ein leckerer Geruch. Mein Gott. Grillpfanne an. Wir haben das Brot, unsere Austernpilze. Natürlich braucht man immer einen schönen Bauernsalat. Ich nehme immer Zwiebeln, Oliven kommen bei mir immer drauf, grüner Salat, Tzatziki-Soße und scharfe Soße. Tzatziki, einfach einen Sojajoghurt nehmen für unseren veganes Dürüm. Knoblauch, Salz, bisschen Pfeffer, bisschen Olivenöl. Schön verrühren. Mmh. Love it. Unsere Grillpfanne ist heiß. Jetzt geben wir unsere marinierten Pilze drauf und der Austernpilz ist einfach ein mega Ersatz. Boah. Boah, jetzt kommt so ein Geruch schon so langsam. Ja, und das, was der Austernpilz braucht, ist wirklich auch Hitze. Richtig Röstaromen, also die Seiten dürfen richtig schön verkrustend crunchy werden. So, ich übe mich in Geduld. Wir grillen die Pilze und in der Zeit kümmern wir uns nochmal um den Teig. So. Was wir brauchen, ist ein Nudelholz. Wenn ihr Teig ausrollt, dann schaut, dass ihr den immer in alle Richtungen ausrollt. Dann wird er nämlich schön gleichmäßig. Pfanne ist heiß. Und jetzt wird es spannend. Da muss man nämlich jetzt darauf achten, dass man ihn reingibt, dass man ihn backt. Aber eben auch nicht zu lange, damit wir das Ganze gleich noch schön rollen können. Wir können hier auch noch mal ein paar Kräuter drauf schmeißen. Ich drehe den noch mal um. Ja, ein bisschen können wir noch. Der darf gerne hier so ein bisschen Blasen werfen. Hier sieht man das. Ja, die dürfen auch so ein bisschen dunkel werden, diese Blasen. Das ist völlig in Ordnung. Nur mal für die Galerie. Ich finde, der sieht super aus. So, bei meinem Lieblingsdöner in Essen-Rüttenscheid packt er mir das Fladenbrot schön auf so ein Papier. Dann fragt er mich erstmal, welches Fleisch, Hühnchen oder Kalb. Ich sage in dem Fall Austernpilz. So, dann brauchen wir unseren Bauernsalat. Gurke, ein bisschen Tomate. Ich habe ein paar gelbe Tomaten dabei. Ein bisschen Paprika. Ich würze den Salat einfach nur mit Salz und Pfeffer. Anstatt Essig gibt es bei mir frischen Limettensaft. Olivenöl noch ein bisschen. So, Bauernsalat drauf. Ich liebe rote Zwiebeln drauf. Sehr zum Leidwesen der Arbeitskollegen am nächsten Morgen. Dann grüner Salat. Ich habe noch ein paar Oliven. Zum Schluss unsere Tzatziki-Soße. Bei mir natürlich immer mit scharf. Und dann kommt der Moment des Einrollens. Das ist ein bisschen wie bei so einer Frühlingsrolle, dass man so leicht an der Seite hochklappt.
Ja, und dann einfach schön fest eindrehen das Ganze. Wir schneiden das Ganze einfach mal hier in der Mitte durch. Schön auf den Teller. Mein Dürüm mit Austernpilzen, selbstgemachtem Fladenbrot. So, jetzt probieren wir das Ganze mal. Schau mal, wie das hier schon so rauskommt, ne? Ah, schön saftig. So lecker. Ich glaube, ich mache eine Dürümbude auf. Hammer. Das Rezept müsst ihr unbedingt ausprobieren. Geht schnell, ist selbstgemacht, ist vegan, ist gesund. Und ja, wenn ihr noch mehr Rezepte sehen wollt, folgt mir weiterhin auf YouTube oder schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Ich mache jetzt weiter hier mit meiner Sauerei. Bis zum nächsten Mal beim Kitchen Club.